Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir befinden uns aktuell im Untergrund. Der Untergrundmann hat uns hier einfach hergeführt. Oh, guck mal, hier ist noch ein Enton. Und wir sind gerade dabei, ein bisschen Pokémon zu fangen. Hier gibt es schon Enton und Kuyo, alles am Start. Deswegen gehen wir noch ein bisschen durch den Untergrund, gucken, was wir noch finden. Enton? Haben wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Schauen wir gleich mal. Enton! Die Level sind vor allen Dingen nicht mal so ohne. Zumindest gerade eben hat es gut gepasst. Level 17. Ich würde sagen, wir hauen wieder einen Biss rein. Das darf ja nicht sterben, das Vieh. Wir wollen es ja fangen. Oh, Enton haben wir schon. Da ist ein Pokéball dran. Scheiße. Ich habe schon einen Enton. Na dann. Junge, hör auf mich zu kratzen. Ist gut. Ich revanchiere mich jetzt mit einem Donnershock. Na, 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 na. Das ist sehr effektiv. Enton wurde besiegt. Babbelin erreicht Level 17. Es geht aufwärts. Gut. Da war aber gerade noch so ein Kramurks. Das will ich noch haben. Da. Heißt doch, glaube ich, so. Ein Kramurks, sag ich doch. Bin Pokémon-Experte, ich sag euch das. Ja, ich muss selber lachen. So, mal sehen. Level 17 wahrscheinlich wieder. Nur 16. Ich versuche da jetzt mal mit einem Biss reinzuhauen. Es könnte es aber töten. Könnte nämlich sehr effektiv sein. Bin mir nicht sicher. Es ist nicht effektiv. Sehr schön. Da genau umgedreht. Dann passt das ja. Dann arbeite ich mich so langsam weiter runter, bis ich es fangen möchte. Ah, sollte wohl schon reichen, ey. Ich versuche mal mein Glück. Oh. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt hat das noch nie nicht funktioniert. Das war jetzt das erste Mal. Kreideschrei. Ah, Junge, lass das doch mal sein. Ist ja fürchterlich. Sehr unangenehm. Sehr ungezogen. Alter, was ist denn los mit ihm? Der will nicht. Oi, 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 oi. Alter Bruder. Bitte entspann dich. Komm jetzt einfach in den Ball rein. Los. Ach. Na, ein Glück. Da-da-da-dam, da-da. Sehr schön. Kramurks gefangen und ein neuer Pokédex-Eintrag. Finsternis-Pokémon und Lichtflug. 0,5 Meter groß, 2,1 Kilogramm schwer. Man glaubt, dass es ein böses Vorzeichen sei, diesen Pokémon bei Nacht zu erblicken. Spitznamen brauchen wir erstmal nicht. Ich könnte die Frage eigentlich auch ausmachen, oder? Oder? Ich glaube ja. Man kann es ausschalten. Aber wenn dann halt die Pokémon kommen, die ich in mein Team aufnehmen will, würde ich den schon gerne einen Spitznamen geben. Aber da kommt wahrscheinlich nach der Spitznamen, man. Deswegen komm, lass mal eben machen. Scheiß drauf. Spitznamenfrage ausschalten. Zack. Zack. Ups, jetzt habe ich es nicht gespeichert, weil ich dumm bin. Alter, was ist denn los mit meinem Gehirn? Änderung vornehmen? Ja. Dankeschön. Kannst du nicht ausdenken. So, weiter geht's. Komm. Wir gucken uns noch ein bisschen im Untergrund um, wo wir doch eh schon da sind. Kann man ja mal ruhig gucken, ne? Was ist denn das hier? Kann man irgendwas noch machen, außer jetzt nur diese Dinger finden? Da geht doch bestimmt noch mehr in diesen Untergrundtönen. Bernhard. Hallo, ich bin Bernhard. Es gibt kleine und große Sphären. Große Sphären sind seltener. Wenn du also eine findest, hast du wirklich Glück gehabt. Ah, oh, cool. Wir hatten Glück, wir haben eine große Sphäre gefunden. So, guck mal, jetzt sind sie... An der Wand ist ein kleiner Vorsprung. Möchtest du versuchen, dort zu graben? Ah, jetzt schnalle ich's. Du meine Güte, was passiert denn jetzt? Oh, im Erkundungsset befindet sich eine Notiz. Nach Schätzen graben. In deinem Erkundungsset findest du einen Vorschlaghammer und eine Spitzhacke. Mit diesen Werkzeugen kannst du wahre Schätze aus den Wänden holen. Aber achte darauf, alles auszugraben, bevor die Wand einstürzt. Du schaffst es. Viel Glück, Trainer. Du hast in der Wand etwas entdeckt. Zwei Objekte. Okay, guck mal, was jetzt passiert. Wenn ich das jetzt ein... Ah, ich verstehe. Mit R kann ich wechseln.
Hier, hier. Da ist auch noch was. Guck mal hier. Yo, eins habe ich gefunden. Cool. Das scheinen hier keine Schätze zu sein. Das ist wohl nur Müll. Ich glaube, viel mehr geht auch nicht mehr. Aber wir haben immerhin was gefunden. Jetzt kann man hier nochmal ein bisschen draufhauen und klötern. Die Wand ist eingestürzt. Du hältst eine Wolkentafel. Na, siehst du wohl. Ich habe was gefunden. Verstehe. Also man kann hier zum einen wirklich graben in den Wänden. Da gibt es so Stellen, wo man was findet. Wollen wir unser Glück nochmal? Zwei Objekte. Okay. Ich gehe mal erstmal hier den großen. Hier ist nichts Schönes. Da ist was, guck mal. Dann gehen wir jetzt auf das Fein. Machen wir jetzt Feinarbeit. Ups, einmal umsonst gehauen. Okay. Zwei Objekte. Dann gucken wir hier nochmal nach. Nichts. Ah, wird schon eng. Das wird jetzt schon sehr eng. Die Hoffnung, das zweite Objekt noch zu finden, schwindet. Drastisch. Wahrscheinlich direkt hier unten in der Ecke. Ah, war es das. Na gut. Die Wand ist eingestürzt. Alles klar. Aber ich habe eine Indigosphäre L erhalten. Ah. Oh. Okay, also ich glaube, hier kann man richtig viel Zeit verbringen. Das ist wieder sowas perfekt, wenn du abends noch eine Serie irgendwie nebenbei am Laufen hast, weißt du? Dann kannst du dir das gönnen. Dann machst du dir diesen Underground Dungeon an. Guckst, was du für Pokis findest. Ja, in diesen Gebieten. Ich glaube, wir machen das heute auch noch die Folge lang. Und danach hauen wir dann aber ab, okay? Ich will mal gucken, was wir noch so finden. Vielleicht finden wir ein geiles Feuer-Pokémon. Ich bräuchte um... Alter, was geht denn ab, Mann? Okay. Hundemon. So, mal sehen. Das könnte knapp werden. Level 20. Hau mal einen Funkensprung rein, in der Hoffnung, dass es das überlebt. Herr Höhner. Das können wir nur noch angreifen, drei Runden lang. Bitte nicht sterben, aber es wird nicht sterben. Und jetzt noch ein Tackle hinterher. Vom Tackle stirbt das Ding nicht. Ah, da wird sogar noch ein Tackle gehen. Komm, noch ein Tackle. Nur kein Volltreffer. Komm schon. Bis... Oh, oh, oh. Oh. Ich dreh durch. Oh, Kacke. Blöd gelaufen. Lux erreicht Level 22. Blöd gelaufen. Na gut. Ärgerlich. Oh, oh. Da kommt schon der nächste angerannt. So, warte, ich muss mal eben wechseln. Dann wechsle ich mal hier hin. Pokémon bewegen, denn ich sehe gerade schon, dass das Käfer-Pokémon da anrennen. Aber ich hau ab. Kann mich mal. So. Was haben wir denn hier noch so für Pokis? Ein Anton brauchen wir nicht. Sagen wir, gehen erstmal nach unten weiter. Also es muss, macht tatsächlich durch diese Gebiete hier erstaunlich Spaß, diesen Untergrund zu erforschen und zu gucken, was man hier für Orte findet und was für Pokis da lauern. Die Chance, immer wieder ein cooles neues Pokémon zu fangen fürs Team. Gut, jetzt von Coolness zu Kleinsteins und Knospis ist okay. Dissum kommt jetzt auf den Fuß, aber das, der Vorteil ist halt auch, du kannst die Pokémon direkt sehen. Das macht das Fangen natürlich jetzt deutlich angenehmer. So, da ist noch ein kleiner Platz da hinten. Aber ist schon witzig. Oh, Lava, dann gibt es ja auch Feuer. Oder nur Gestein. Hier haben wir einen Onyx. Kommt schon irgendwas Feueriges, hätte ich gerne. Diese Skorpione. Sieht halt auch echt hübsch aus, ne? Komm her. Ein Pionskora.
so mal sehen. Ich würde da mal eben mit so einem Flügelschlag raufballern, in der Hoffnung, dass das Ding nicht drauf geht, weil da ist bestimmt ein bisschen Käfer oder sowas drin. Holy moly, okay. Giftspitzer? Giftspitzen? Gift irgendwas? Giftige Stacheln. Nicht nett, aber ich fliege ja. Eigentlich dürfte es mir scheißegal sein. Ne? Na 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 na. Komm schon, Baby. Jawoll! Pion Skora wurde gefangen. Der Untergrundmann. Ich muss immer noch lachen, Alter. Hat mich erfreut. Das hat mich einfach erfreut, dieser Untergrundmann. So, das ist ein Giftkäfer-Pokémon. Es ist 0,8 Meter groß und 12 Kilo schwer. Es ergreift seine Beute mit den Klauen an seinem Schwanz, vergiftet sie und lässt sie erst dann wieder los, wenn das Gift Wirkung gezeigt hat. Kaltblütig. Bitte in eine Box. So etwas Kaltblütiges kann ich in meinem Team nicht gebrauchen. Okay, ich würde sagen, dann hauen wir auch schon wieder ab. Aber das auch hier, die Gebiete sind auch so abwechslungsreich, ne? Also kommen wir jetzt nochmal wieder was zum Hauen. Komm. Ich versuche mal wieder was zu ergattern. Zwei Objekte, okay. Ups, ich wollte eigentlich wechseln. Da. Na dann, gezieltes Arbeiten. So, erstes Objekt haben wir. Mal gucken. Hier nicht. Ich klöte hier einfach so rum, in der Hoffnung, es zufälligerweise zu finden. Da ist es. Jawoll! Alles gefunden! Eine Purpursphäre L und eine Indigosphäre S. Ich weiß nicht, was man mit den Sphären macht, aber auch das werden wir noch rausfinden. So, weiter geht's. Wir latschen jetzt noch ein bisschen durch den Untergrund. Da vorne sind noch zwei Gebiete, die gucke ich mir noch an. Und dann reicht's aber auch gleich erstmal mit Untergrund. So, was haben wir hier? Okay, Glitzergrotte. Ich mag es, wenn es glitzert. Okay. Oh, ein Nebulak. Wie geil. Dann. Mal sehen, das darf mich jetzt natürlich nicht platt machen. Das Nebulak. Ich weiß gar nicht, was das ist. Psycho? Ich glaube, Nebulak ist bestimmt Psycho. Stahl wäre da jetzt gut, habe ich alles nicht. Das heißt Flügelschlag und hoffen. Horrorblick. Hör auf damit. Hör auf mich anzublicken. Wir können nicht mehr flühen, aber das... Holy shit! Ja, das Nebulak habe ich weggemettelt, ne? Alles klar. Das war nicht sehr stabil. Okay, okay, cool, cool, cool. Onix erreicht Level 19, läuft. Ist hier noch ein weiteres Nebulak? Ja. Und nochmal wieder ein Hundendämon. Vielleicht kriege ich den diesmal gefangen. Komm her. Will ich haben. Ach, wie diese Steine da rumklötern und so. Es sieht schon echt cool aus. Okay. So. Da ist der Schweif aber ganz weit oben bei ihm, Alter. Flügelschlag. Wie ab wir gehen. Ponzer. Au, das kann richtig wehtun. Au, 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 au. Komm, ein Flügelschlag noch, dann passt es. Smog. Macht das auch Schaden? Ja. Scheiße. Es tut mir leid. Nächstes Pokémon rufen. Dann nehmen wir jetzt, keine Ahnung, Bammelin. Oh, so cute. Sehr effektiv. Ich hau mal eine Aquaknarre rein, in der Hoffnung, dass das nicht drauf geht. Oh, scheiße, ist ja ein Feuer-Pokémon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, brav. Ich glaube, da ist Feuer mit drin. Okay, so, warte. Pokéball werfen, komm schon. Alter, der hat aber keinen Bock, ne?
Smog. Auf mich zu vergiften, Mann. Ja, war klar. Oh, Miss Barmelin, komm schon, komm schon. Oh oh. Auch gleich zweimal, weißt du, gönn dir. Hey, ja, 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 der hat echt keinen Bock auf mich, ne? Der möchte nicht. Hundemund möchte nicht. Au. Und Gift noch hinterher. Au. Komm schon, Bruder, in den Ball. Alter, was ist denn los? Armes Bamlin. Nächstes Pokémon rufe ich, bin hier noch nicht durch. Wir haben noch einen Onix am Start. Keine Sorge, wir dürfen nur nicht alle verlieren. Das ist wichtig. Onix hält ein bisschen was aus. Das kriegt das Ding nicht so schnell klein. Komm schon. Renn in den Ball. Alter. Fast hätte es geklappt. Wo hat das denn fast geklappt? Ja? Wer hat denn dazu gesehen? Oh, fast hat das geklappt, du. Es hat schon einmal gewackelt. Läuft bei dir. Nix hat da fast geklappt. Crazy Shitness, ey. Der möchte nicht. Ich spiele hier auf Ausdauer. Das hilft jetzt nichts. Er ist abgehauen? Er ist abgehauen. Die feige Drecksau ist abgehauen. Erst alle meine Pokis platt machen und dann abhauen. So muss man es machen. Pokémon bewegen. Ja, dann nehmen wir jetzt Bidi fast mal eben. Krieg ich dann wenigstens noch einen Nebulak jetzt? Komm schon. Unfassbar. Ich hätte dich gerne, Nebulak, gefangen für meinen Pokédex. Das wäre sehr reizend von dir. Aquaknarre! Das dicke Ding hier, ey. Guckt euch mal das Heck an. Der ist aber ordentlich. Ordentlich was am After. Nochmal Aquaknarre, komm schon. Ich will ja nicht umbringen. Heieiei. Heia. Okay, schmeiße ich jetzt schon die Bälle oder lieber noch nicht? Das ist die Frage. Man könnte noch so einen kleinen... Tackle ist wirkungslos, wirkungslos, war es das effektiv? Nee, wir müssen... Ist mit dem Ball bei, komm. Komm schon, Nebulak. Sei mal Kuppel. Komm in den Ball, bleib in den Ball. Ah, aber knapp, du. Au. Bällchen, los, schmeiß noch ein Pokéball. Alter, die wollen aber auch nicht, ne? Die wollen aber auch nicht. Horrorblick. Wir können nicht mehr fliehen. Deswegen werfen wir weiter Bälle. In der Hoffnung. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Da läuft doch. Nebulak wurde gefangen. Und Kero erreicht Level 23. Ich freue mich auf den nächsten Arena-Kampf, Alter. Ohne Spaß. So. Gas-Pokémon, Geist-Gift, 1,3 Meter groß, 0,1 Kilogramm schwer. Sein Körper besteht zu 95% aus Gasen. Na, hoffentlich. Naja. Bei starkem Wind wird es fortgeweht. Ach du Scheiße. Mach mal eine Box. Danke. Das stelle ich mir auch scheiße vor, ne? Wenn du so ein Pokémon bist und wenn der Wind am Wehen ist, zack, fliegst du weg. Okay. Tja, dann haben wir da jetzt eigentlich auch alles erkundet. Ich glaube, da ist noch ein Gebiet ist da noch. Komm, in das eine Gebiet hier oben. Da gehen wir auch noch rein. Bleiben die dann eigentlich aufgedeckt und man kann da immer wieder hin oder ist der Untergrund jedes Mal neu? Glühsandgrotte. Onix, Onix, Onix. Ja, wir hauen gleich ab. Alles gut. Ich will nur gerade mal gucken. Oh oh, gibt's neben den Onix? Oh, scheiße. Wollt wissen, ob es neben den Onix auch noch andere Sachen gibt. Ein Onix erscheint. Wer kommt denn jetzt? Bidifass. Oh ja gut, der Aquaknarre am Start, ne? Sollte klappen. Das sollte knappen. Njop. Tschüss Onix. Danke, reingehauen. Und mitten umgeben in so einem Lavafluss, ne? Und der Untergrundmann lässt hier so kleine Kinder einfach dahin. Aufgeschissen, dass es hier lebensgefährlich ist, ne? Oh, es gibt auch Items. Okay.
Holzkohle. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass man auch Items findet. Nice. Dann hätte ich mich vorher schon gründlicher umgesehen. Gut, wir gehen erstmal wieder zurück. Erkunde ewig. Genau, wie komme ich denn wieder zurück? Wahrscheinlich erneut über das Ding, ne? Erkundungsset. Einsetzen. Ach, er sagt das. Okay, wie komme ich denn wieder zurück? Hineinsehen, registrieren, keine Ahnung. Okay, ihr Lieben, ich werde das gleich rausfinden. Wir machen dann jetzt erstmal so einen kleinen gemütlichen Break und sehen uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.